Hallo und willkommen zu einer MCSG. Wir sind gerade spielen auf Alaskan Village und genau, ich laufe zum Spawn und dann, ich weiß gar nicht, wo ich lang laufe. Ich glaube, ich mache das kurz random. Ja, ich laufe einfach da hinten lang. Und, ja, ich nehme das Ganze hier am Donnerstag auf. Ihr könnt schon im Titel erkennen. Es geht um eine Person, die, ja, ziemlich bekannt in der PvP-Szene ist und auch, ich sag mal, so ein Image hat, einfach mal aufzuhören und für ein paar Monate keine Videos mehr zu machen. Und nein, es ist nicht Stegi, sondern es geht um Huawei. So, ich persönlich spreche in Huawei aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine hundertprozentig korrekte Aussprache von gibt, aber ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die ihn Huawei nennen, Huawei, und ja, so wie ich halt Huawei, ganz normal. Also für mich ganz normal. Und ja, zuallererst, er hatte schon vor einem Jahr oder so eine ähnliche Situation. Und zwar, er hat einfach normal Videos gemacht, genau gesagt Minecraft Survival Games, auf dem MCSG Server meistens. Und Moment, der hat Toxic Waste Skin. Alter, hatte der Stuff? What the fuck? Warum hatte der so viel Stuff, aber hat es nicht angezogen? Oder er hat natürlich eine Challenge gemacht, das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht mal kurz beiseite, weil ich schon mal ein bisschen Gold habe und FNS. Ah, ne, Eisenschwert. Ich habe nur ein Holzschwert, deswegen. Ja, gehen wir mal zum Spawn. Und zwar, er hat einfach Videos gemacht und hat dann einfach mal, ja, für ein paar Monate aufgehört. Also so ganz plötzlich kam nichts mehr von ihm, auch nicht auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter. Da hat er gar nichts geschrieben und natürlich, es gab so Spekulationen, was jetzt mit ihm los ist, ob er tot ist. Also das finde ich echt übertrieben, wenn Leute schon sowas behaupten. Vor allem gab es halt natürlich auch Leute, die ein bisschen rumtrollen wollten und sagten, ja, er ist fest tot. Hier Informationen darüber oder sonstiges, oder ich bin ein Real-Life-Kumpel von ihm oder sowas. Kong ist halt einfach bisschen komisch gewesen. Und zum Schluss gucken, ich glaube, ich laufe da mal oben hin, weil da treffe ich ab und zu immer ein paar Leute. Genau. Wo war ich? Genau. Und jetzt dann irgendwann, ich glaube, ja, nach ein paar Monaten auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht genau, wie viele, aber ich glaube, es waren über 5. Also ich habe jetzt echt gar keine Ahnung davon. Hier sind auch schon welche. Das ist sehr nice. Ja, so. Moment. Kurz aufpassen. Was macht... Ah, nice, haben wir. Okay, der hatte Eisen... Oder hat er eine Eisenhose gehabt, oder? Ich glaube, Chain. Ja, aber hier haben wir auch schon. Passt. So sortieren wir auch noch kurz. Golden Carrot und ich glaube, dann gehe ich mal wieder weg. Ja, er hat dann nach ein paar Monaten eben wieder ein Video gemacht, in dem er erklärt hat, warum er weg war. Ich meine, es war wegen seiner Familie oder wegen irgendeiner Krankheit, aber so genau weiß ich das selber nicht mehr. Es ist halt echt lange her und natürlich, ich merke mir jetzt nicht unbedingt den Grund dafür. Ich war halt einfach froh, dass er wieder da ist, weil er ist so auch einer meiner Favorite YouTuber. Einfach, ich schaue gerne englische YouTuber, die halt eben sympathisch rüberkommen und gut unterhalten. Und das ist halt so, er eben auch. In meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch mal in die Comments schreiben. Und ja, er hat dann halt einfach ganz normal Videos gemacht. Und übrigens in der Zeit, in der er weg war, hat er seine Abos, soweit ich weiß, verdoppelt. Also ich kenne ihn seit, ich meine 20.000 Abonnenten. Also seit er 20.000 Abonnenten hatte. Und als er wiederkam, hat er, ich weiß nicht, 40.000, 50.000, kommt das hin oder täusche ich mich da? Also ich weiß jetzt echt nicht mehr die Statistiken, deswegen, wenn ihr da mehr wisst, ab in die Kommentare, ich lese mir die immer gern mal durch. Und das OG Galaxy. So, läuft jetzt natürlich weg, weil er schlechtere Sachen hat, aber er hat einen Bogen. Aber jetzt kämpft er. Hat er ein Eisenschwert? Ne, Steinschwert. Okay, da war ein Dia, nehmen wir mal eben auf. So, und FNS kann ich mir auch jetzt machen. Da sehe ich noch einen Tab, okay. Ich glaube, der kommt mir gut vor, weil er hat so einen typischen MCSG-Skin und so einen, ja, ich muss schon sagen, recht coolen Namen, aber gut. Er hat halt einfach ganz normal weiter Videos gemacht, ab dann, oh, ich lasse ihn craften gerade, fällt mir gerade auf. Hat er sich FNS gecraftet, aber an einem Crafting-Table? Das macht relativ wenig Sinn, deswegen. Oder es macht zwar Sinn, aber es ist ein bisschen unnötig.
Oh, es leckt jetzt gerade. Oder der leckt rum. Aber ich habe ihn bekommen. Oh, ich verbrenne aber nicht, ne? Bitte nicht, bitte nicht. Ich geh mal kurz hier ein bisschen weg und gleich wieder zum Spawn. Weil mit einem Herz ist das ein bisschen blöd. Weil wenn jetzt jemand zum Spawn kommt und mich abschießt, ne? Ja, da zum Beispiel, der Typ. Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt, glaube ich, stehen geblieben wäre, ich wäre gestorben. Und dann, ja, er bekommt jetzt die Sachen. Oder? Sieht ihr die Sachen überhaupt? Er holt sich die Sachen nicht. Okay, ja, er hat dann einfach sozusagen das Gleiche durchgezogen, bis Folge, also bis seine Survival-Folge 200, Nummer 201 war das, hat er, ja, Videos gemacht und ab dann wieder, ja, schlagartig aufgehört. Nirgendwo gepostet, was los ist. Und ich meine, sein letzter Tweet oder einer seiner, nee, sein, irgendein Tweet von ihm war The Sun is Rising. Und, boah, Alter, ich sag euch, das ist, bei ihm eskaliert es einfach, jetzt so ein mega Hype. Und zum Beispiel dieser Tweet von ihm, damals, der hat, ich meine, 3000 Retweets und sowas. Und das ist halt echt eine Menge. Vor allem, wenn er gerade mal 50.000 Follower hat. 3000 ist, also auf Twitter ist es generell mit der Aktivität immer ein bisschen komisch. Am Rande gesagt, Felsen hat er auf Twitter, könnt ihr gerne mal folgen. Und ja, ist jetzt auf, hat auf jeden Fall da aufgehört. Und natürlich, es gab wieder diese Spekulation. Also ich glaube, das war jetzt, wie lange ist das her? Schon wieder ein paar Monate. Ich glaube auch wieder über 5 oder 4, was auch immer. So, schon das FNS gesetzt. Das war gutes Teamwork. Und der hackt. Der Text von dieser Gay Foxes. Nun ja, da hat er jetzt auf Twitter nämlich was gepostet und nicht ein Video drüber gemacht. Also bis jetzt noch nicht. Er wird das natürlich machen, denke ich. Und zwar hat er geschrieben, A Wild Huawei appears, was ja eigentlich so von Pokémon ist. Wenn ein wildes Pokémon im Gras erscheint zum Beispiel. Ja, fand ich eigentlich ganz lustig. Hat auch 6000 Retweets und 7700 Favos, sehe ich gerade. Das hat er nämlich um 2 Uhr nachts gepostet. Am Donnerstag. Und als ich das heute Morgen gesehen habe, Jungs, ich hab das einfach so gefeiert. Ich muss zum Spawn zurück. Der Typ hier stirbt eh. Genau. Und das gebe ich eben den Stuff. So, raus hier, raus hier, raus hier. Habe ich das Liga-Schwert? Ja, habe ich. So, jetzt gegen den Hacker hier. Mein Gott. Hat der eine Range? Vor allem auf MCG hier. Naja. Das war nicht sein einziger Tweet, der hat dann noch geschrieben, you all are great as always, as funny as ever. Und rest in peace, Daniel Cairo. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht er. Ich meine, ich habe in den Antwort, also in den Tweet-Antworten sozusagen, habe ich da gesehen, Alter, habe ich gesehen, dass das irgendeine Person sein soll, die Selbstmord begangen hat, aber ich möchte da nicht auf das Thema drauf eingehen, vor allem, weil ich keine Ahnung jetzt davon habe, wer dieser Typ ist oder was er gemacht hat und was so der Tweet von ihm in Bezug dazu sein soll. Aber gut, erstmal mal kurz, ich muss jetzt gegen den Hacker konzentrieren. Ich bin auf jeden Fall ziemlich froh, dass er wieder da ist, weil er schon so eine, also für mich war auf jeden Fall so eine PvP-Legende und auch schon ein ziemlich guter YouTuber und ich bin halt einfach froh, dass er wieder da ist. Da kommt der kleine Fanboy in mir hoch sozusagen und da haben wir auch gewonnen. Okay, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch darüber, wenn ihr auch froh darüber seid, dass Huawei wieder da ist, schaut auf jeden Fall auf seinem Channel vorbei. Und ich werde, ja, würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.